Zu den besonderen Zugpferden gehört die Baureihe 103. Anfangs achtete man sogar darauf, dass ausschließlich Orientrote vor die Züge kommen. In Kassel-Wilhelmshöhe macht sich ein IR Hamburg-Konstanz auf den Weg. Ein Interregio saust mit Tempo 200 über die Neubaustrecke Oebisfelde-Berlin. Für den Zug kein Problem, denn beim Umbau wurden alle Wagen für diese Höchstgeschwindigkeit ertüchtigt. Zu den letzten Leistungen gehört die IR-Linie Berlin-Bad Bentheim. Im 2-Stunden-Takt ist er unterwegs. Jeder zweite läuft weiter bis nach Amsterdam. Zwischen Berlin und Hannover rollen die Züge über den 1998 eröffneten Neubaustreckenabschnitt Oebisfelde-Berlin mit Halt in Stendal. Ein Interregio Berlin-Bad Bentheim ist erst nach dem Wegfall des IR Berlin-Aachen geschaffen worden. Dieser entfiel zusammen mit 30 anderen Interregio-Zügen zum Fahrplanwechsel am 30. Mai 1999. Für die Baureihe 103 sind die Einsätze vor den Bad Bentheimer Zügen eine ihrer letzten Betätigungsfelder. 2003 endeten sie. Ein Interregio auf der Berliner Stadtbahn, seit der Elektrifizierung der Viaduktbahn ein alltägliches Bild in Berlin. Doch eine Zukunft hatte diese E-Lok nicht mehr. Die meisten ihrer Schwestern sind bereits ausgemustert. Ihre Zeit war abgelaufen. Durchfahrt im Bahnhof Alexanderplatz. Mehr als drei Jahrzehnte bestimmte die Baureihe 103 den Bahnalltag bei der Bundesbahn sowie bei der heutigen Deutschen Bahn. Untrennbar davon die Zeit vor dem Interregio. Ausfahrt im Ostbahnhof.